Welcome, Heroes. Ich melde mich nach ziemlich langer Zeit mal wieder. Wir sind heute auf dem Wankeltreffen am Diemelsee. Ich fahre bei diesem Treffen, ich glaube seit 2009 oder so, schon länger mit meinem RX-8. Das Ganze ist eine halbtägige Ausfahrt rund um den Diemelsee mit unterschiedlichen Stationen, also im Stile einer Rallye. Und zu Beginn hier treffen sich alle Teilnehmer bei einem gemeinsamen Frühstück. Und hier gibt es auch einiges an sehr interessanten Autos zu sehen. Ich führe euch mal rum. Ja, das ist jetzt das 23. Treffen in dieser Form. Es hat mal als RX-7-Treffen begonnen. Das Ganze ist auf in der Regel 60 Fahrzeuge hier beschränkt. Zugelassen sind im Prinzip alle Fahrzeuge, Youngtimer, Oldtimer, aber vor allem auch Wankelfahrzeuge nehmen hier teil. Dementsprechend gibt es hier viel zu sehen aus dem Hause Mazda und NSU. Fangen hier mal an mit einem Honda Civic, Civic del Sol. Hier zwei RX-7, einmal das Coupé hier und dahinter sogar ein Cabriolet. Das ist natürlich extrem selten bei der ersten Serie, bei der SA und FB. Ein sehr schönes Mazda-Lenkrad hier mit Holz, Schiebedach. Ein sehr guter Zustand. Und daneben das Cabriolet mit den berühmten Felgen hier im Wankeldesign. RX-7 SA und vor allem FC sind hier traditionell gut vertreten. Aber auch neuere Fahrzeuge wie RX-8 und andere Youngtimer, Oldtimer sind hier zu finden. Hier ein FC mit Aftermarket-Frontschürze, denke ich. Turbo 2 in der letzten Ausbaustufe, 200 PS. Borgward Isabella, Coupé sogar. Der Hüftschwung hier nochmal betont mit der Chrom-Applikation. Direkt daneben Golf 1 Cabriolet. Diese grauen Farbtöne sind ja aktuell wieder sehr im Kommen. Eben ein RX-8, das ist meiner. Weiterer RX-8, seltener Farbton. Das kommt hier nicht so ganz rüber. Das ist blau-grün, also je nach Farbeinfall. Teilnehmer kommen aus dem Umkreis, aber auch zum Beispiel wie hier aus den Niederlanden sind traditionell viele Teilnehmer dabei. Hier wieder ein FC als Turbo. Ja, das ist hier auch sehr interessant. Erste Serie als Targa. Und ein RX-8 in Gelb. Der gelbe Farbton ist relativ selten, weil nach dem ersten Facelift so nicht mehr angeboten worden ist.
Taunus Coupé, 1600er, in Originalstahlfelgen. Und ein weiterer RX-8. Die 6-Port-Version, wie man hier an der Xenon-Reinigungsanlage erkennt. E30. Und ein RX-7 FD. Wir sind relativ selten bei den Treffen dabei hier. Sind doch ja insgesamt nicht so oft verkauft worden wie der FC hier, insbesondere in Deutschland. Relativ original belassen. Die Auspuffanlage sehe ich gerade, ist von Racing Beat Aftermarket. FC Cabriolet, auch in einer seltenen Farbe, in diesem tiefen Grau. Mercedes, ich glaube, das ist ein 170er. Ja, 170er Diesel. Vielleicht mit Tesafilm. Ja. Das dürfte das älteste Teilnehmerfahrzeug heute sein. Chevy Nova SS. Zwei Mercedes W123. Ja, mit diesen schönen Radkappen. Und hier einmal mit Alufelgen, auch original. Tolle Farbkombination mit diesem Gelb außen und dem Braun oder Beige innen. Einmal hier ein Diesel. Und hier sind die Typbezeichnungen entfernt. Roh 80, ganz berühmtes Wankelauto, heute hier zahlreich vertreten. Unterschiedliche Baujahre, hier noch ein relativ frühes Modell mit den Chromstoßstangen ohne Kunststoffapplikation, Lederausstattung, runter.
Suzuki Samurai. Eine sehr schöne Dachkonstruktion mit einem feststehenden Bügel und Targa-Dach. Länge läuft. Opel Kapitän. In L-Luxusausstattung. Sehr interessante Auspuffblende hier. Dafür sorgt, dass die Abgase nach unten gedrückt werden. Ja, die Ausstattung wie in so einem 50er Jahre Diner. Ja, und hier etwas neuer, ein Audi 100. Mazda RX5. Extrem selten. Zumindest außerhalb von ja, Australien, Japan und Amerika. Hier muss ich mich korrigieren. Das, was ich gerade als Ascona erkannt habe, ist ein Kadett. In dieser SR-Lackierung, gelb-schwarz. Und das könnte ein Autogramm von Walter Röhrl sein. Sehr optimistisch, da wird das Targa-Dach entfernt. Aber vielleicht klart es ja noch auf. Nach den Erklärungen zur Strecke von Willi Esser, dem Organisator, geht es jetzt hier los. Im Minutenabstand wird gestartet. Das heißt, so gegen 12 Uhr verlassen die letzten Fahrzeuge hier den Parkplatz. Zwischendurch finden immer Durchgangskontrollen statt. Das heißt, hier treffen die Fahrzeuge dann wieder aufeinander. Als ein Beispiel wird jetzt hier gefragt, wie viel von 20 ausgestellten Matchbox-Autos denn einen Wankelmotor haben. Ansonsten findet die Navigation hier mit bereitgestellten Karten und China-Zeichen statt. Das heißt, man braucht auf jeden Fall einen aufmerksamen Beifahrer. Ja, wir sind jetzt hier am Ziel angekommen. Das ist hier in der Warsteiner Brauerei. Hier werden wir gleich auch einkehren und dann findet auch die Siegerehrung statt. Es gab zwei Durchgangskontrollen. Neben dem Zählen von Wankelautos gab es auch noch eine Station, bei der man Dartpfeil werfen musste. Mal sehen, wie die Ergebnisse so waren und welchen Platz wir heute belegen. Einen Bezug zu Autos gibt es auch hier. Das ist Formel 1 Renner Ford Cosworth. So langsam sind die meisten Teilnehmer auch angekommen. Hier haben sich sogar zwei zusätzliche Klassiker dazu gesellt. Ford Taunus Turnier. Sehr selten hier als Taunus Turnier. Und so geht das 23. Wankeltreffen am Diemelsee zu Ende. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg.
Und ja, hier auf dem Kanal melde ich mich wieder von dem nächsten Autotreffen. Ciao.